Dankeschön, Dankeschön. Nun, sicherheitstechnisch sind wir ja schon sehr gut aufgestellt. Sie haben es bestimmt schon bemerkt, in jedem öffentlichen Gebäude gibt es mittlerweile mehr Kameras als Sexualkrankheiten in einem Erasmus-Student. Unser Datenschutz ist so undicht wie ein Inkontinenter, wenn ich ihn kitzle. Und auf jeden bewaffneten Armen irren folgen 20 neue bewaffnete Arme irre, die sind dann eben vom Staat angestellt. Nun, was soll man sagen? Ich persönlich empfinde diese 24-stündige Überwachung durch nationale und internationale Behörden als das Minimum an Aufmerksamkeit, das ich verdiene. Ja. Ja, aber das sehen nicht alle so. Manche sind tatsächlich empört und sagen dann, nein, jetzt werden alle unsere Mails mitgelesen und Telefonate abgehört. Und ich frage mich, wo ist das Problem? Ich meine, fehlt die Resonanz? In diesem Sinne, ah, die NSA liest alles mit, aber liked nichts. Ist da irgendwie, nein, nein, sie sagen tatsächlich, sie fühlen sich in ihrer Privatsphäre angegriffen. Und das finde ich schon dreist, wo sich die Menschen heutzutage in sozialen Netzwerken so schamlos produzieren, dass selbst der Trenchcoat-Exhibitionist im Park missbilligend sein Gemächt schüttelt. Also, ja. Wie willst du die Nächsten, deines nächsten Privatsphäre irgendwie schänden, wenn sich diese ja schon wie eine syphilitische Hure vor dir rekelt? Das ist nicht möglich. Zumal wir ja stets versuchen, das Private abzuschaffen, zugunsten der Authentizität. Wir sollen ja jetzt nicht mehr öffentlich scheinheilig und privat tief abgründig sein, sondern durchwegs gleichmäßig deppert. Das ist authentisch, das ist das große Ziel unserer Zeit. Ist natürlich nicht möglich, denn alles ist inszeniert. Wenn Sie in der Früh aus dem Haus gehen und behaupten zu existieren, dann ist das schon heillos gelogen. Doch Adorno hat mich nie verstanden und die Menschen empfinden jetzt diesen Phantomschmerz, wo einstens ihre Privatsphäre war. Und sagen dann so Dinge wie, ja, ich will nicht, dass die NSA all meine Geheimnisse kennt. Das ist natürlich auch nicht wahr, denn die wahre Angst der Menschen ist natürlich, dass die NSA zum Beispiel jetzt weiß, dass sie alle überhaupt keine Geheimnisse haben. Dass sie alle so unbeschreiblich langweilig sind, dass die sie keine 5 Sekunden abhören können, ohne Speed ziehen zu müssen. Ja. Das ist natürlich eine narzisstische Kränkung. Man möchte ja interessant bleiben für diese Behörden. Also das macht selbst mir Druck. Verstehen Sie, selbst mir, die ich im Vergleich zu Ihnen wirklich ein spannendes Leben habe. Mir ist das einfach wichtig, dass meine Akte bei denen immer über der Familie Bin Laden liegt. Aber von nichts kommt nichts. Ich muss jetzt immer so Reizworte einstreuen. Wie letztens, ich war in einem Café und habe mit einem Freund seinen Polterabend besprochen, sah meinen Moment gekommen und beginn natürlich sofort mit, ja, alles klar für morgen, 15 Uhr, Allahu Akbar. Ah, Aloha Nacktbar, das hawaiianische Puff, da treffen wir uns morgen, gell? Und was? Osama, nur zu viert. Na, das ist schade, ja, wenn er nicht mit kann. Weißt du was? Hussein, doch gegen seine Alte auf. Vielleicht darf er dann mit und bitte, vergesst nicht wieder die Kalaschnikow, ach, vergesst nicht die Malakow und bringt auch einen Hunger mit, weil sonst ISIS wieder ganz alleine auf. Und das ist wirklich schön. Dann verlässt man das Café und da sind schon 3 uniformierte Motivierte, die einen niederpelzen wollen. Und ich meine, ja, habe ich durch solcherlei Aktionen den Behörden schon sinnlos Zeit gekostet. Das mag sein. Hätten sie in der Zwischenzeit auch einen wahren Terroristen fangen können? Ja, das eher nicht. Oder? Ich meine, da sind sich selbst Terrorexperten einig, dass diese Form der Überwachung, was den Terrorismus betrifft, überhaupt nichts bringt. Ich meine, müssen wir immer ein bisschen skeptisch bleiben, so Terrorexperten ist ein bisschen eine dubiose Berufsgruppe. Mich persönlich stört an denen, dass keiner von diesen Menschen vorher jemals zuvor selbst Terrorist war. Die haben ja überhaupt keine Ahnung, wovon sie reden. Ja, also, na, wie stellt man sich einen wahren Terrorexperten vor? Ich habe da immer vor Augen so einen eingefangenen ISler. Lebend, Lebensabwechslung. Ich weiß, das ist schwierig. Die schießt man an und kaputt sind sie. Aber vielleicht kann man sie mal einfangen, so in Watte oder Federn. Und dann sperrt man ihn ein in den Hochsicherheitstrakt. Und die gute Angela sucht wöchentlich Rat bei ihm, steht vor diesem kugelschutzsicheren Glas, eher die Hände elegant im Rücken verschränkt und meint zu ihr, pff, pff, pff.
Quid pro quo, Angie. Sie erzählen mir etwas, ich erzähle Ihnen etwas. Und dann frisst er Ihre Leber. Das ist ein Terrorexperte. Aber es geht ja nicht um den Terrorismus. Ich meine, Sie werden ja auch überwacht, wie Sie ja sitzen, hin zum Kunst. Und wenn Sie sich schon nicht empören, dann genießen Sie zumindest das Scheinwerferlicht. Denn die Welt ist eine Bühne und die NSA nur der treueste Abonnent. Es ist alles eine Frage der Perspektive. Sie werden vielleicht noch überwacht. Ich werde geschaut. Dankeschön. Lisa Ecker aus der Steiermark.